This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi, Leute. In dem Video geht es um ein sensibles Thema für viele Menschen. Und zwar wollte ich mal darauf eingehen, weil manchmal Menschen sich angegriffen fühlen. Wenn ich dann solche Behauptungen aufstelle, wie wie das in jedem Moment Glück erfahrbar ist. Und dass man mit einer gesunden Ernährung, mit Meditation, dadurch, dass man seinen Geist schult, durch einen ganzheitlichen Lebensstil, dass man dadurch in jedem Moment Glück erfahren kann. Manchmal schreiben dann Menschen Kommentare wie was sagst du dann? Was sagst du dann einem Kind, das gerade geboren wurde und krank ist und im Krieg? Und was sagst du Menschen, die gefoltert wurden, die dazu gar nichts können, die vergewaltigt wurden? Und ich verstehe das absolut, dass das im ersten Moment sehr hart klingen mag. Aber ich gehe gleich noch mehr drauf ein. Erstmal noch kurz: Schaut das Video nicht an, wenn ihr nicht offen seid, wenn ihr nicht eure Sicht verändern möchtet. Das hier ist alles, was ich nur sage. Es ist nur meine Meinung. Ihr müsst nicht der gleichen Meinung sein. Wenn euch das stört, dass ich so eine Meinung habe, dann solltet ihr euch fragen, warum stört euch das, wenn jemand anderes eine andere Meinung hat. Darf nicht jeder seine Meinung haben. Zieht euch einfach nur raus, was sich gut anfühlt für euch. Ich möchte einfach nur ein paar Anreize geben und ein paar Dinge, die kann ich einfach nur so sagen und du kannst mir die glauben. Ich möchte ein paar Beispiele dazu bringen, oder du kannst sie mir nicht glauben. Das ist das, was ich für mich erfahren habe. Ich denke, jeder muss das für sich selber erfahren, sonst kann er es vielleicht nicht glauben oder nicht nachvollziehen. Okay, also, was sagt man jemandem, der vergewaltigt wurde, der den armen Opfern, also dieses Opfer-Täter-Spiel, ich habe gemerkt für mich, dass es darum geht, Mitgefühl mit allen, mit jedem Menschen und jedem Lebewesen zu entwickeln. Und dass keiner aus sich heraus was Böses tun möchte. Menschen, die vergewaltigen, die andere Menschen umbringen, sind sehr arme Seelen, sind sehr verletzte Kinder. Die sind eher zu bemitleiden, aber nicht mal das. Man kann ein Mitgefühl für diese Menschen entwickeln. Wenn du wieder siehst, was für eine Wut, wo diese Wut herkommt, dass die nur aus dieser Verletztheit, aus diesem, dieser Zorn kommt, nur daher, dass die Menschen selbst so verletzt wurden und es nicht verarbeiten konnten und verarbeitet haben. Im Grunde tut kein Mensch was Böswilliges. Auch Hitler nicht. Und wenn du es schaffst, Mitgefühl für einen Vergewaltiger zu entwickeln, zu erkennen, dass der ganz arm dran ist und dass der nicht mehr weiß, was er machen soll und deswegen allein zu solchen Taten fähig ist. Wenn du das wieder erkennst, dann kannst du in dem Moment
wo du vergewaltigt wirst, wo du umgebracht wirst, gelassen sein. Jesus war auch, glaub mir, der hat jede Sekunde seines Lebens genossen. Auch das Leid genossen. Okay, ein paar Beispiele. Das war jetzt erstmal nur einfach so hingestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon nachvollziehen könntet. Einigermaßen. Okay, ich habe mir da ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, weil es mir so viel in den Kopf gekommen einfach. Eine Sache zum Beispiel, was ich euch mal empfehlen kann, ist den Film American History X anzuschauen. Ist vielleicht nicht für jedermann, ist ein bisschen brutal, sag ich mal. Es geht um Nazis in Amerika, in den USA. Die sind zwei Brüder in der Geschichte, in dem Film. Der eine Bruder, die schließen sich beide praktisch, ich glaube, Kuckucksklan, ich weiß nicht, irgendwo schließen sie sich an. Ich habe schon länger her, als ich den Film angeschaut habe. Auf jeden Fall ist mir, ja, dieser eine Bruder bringt einen Schwarzen um auf brutalste Weise und hat unglaublichen Hass in sich. Wie allgemein Nazis, Rassisten, am unglaublichen Hass in sich. Vielleicht kennt ihr das von euch selber, dass dieser Hass unglaublich belasten kann und er zu nichts führt. Wenn ihr das selber in euch erkannt habt, also, wenn du selbst merkst, dass dieser Hass nichts verändert. Deine Wut, du hast vielleicht Wut auf Menschen, die Kinder vergewaltigen, die andere Menschen umbringen. Da hast du eine Wut drauf. Das verstehe ich, hatte ich ganz lange auch. Irgendwann habe ich gemerkt, es ändert nichts daran. Dass ich Hass auf diese Menschen empfinde, ändert nichts an der Situation. Und ändert auch in keinster Weise diesen Menschen. Dieser Mensch geht dadurch noch mehr in die Gegenwehr. Und ganz im Gegenteil, diese Menschen sind wahrscheinlich nicht mal real in deinem Leben. Oft hörst du sowas nur in der Zeitung. Viele haben das zwar auch selbst erfahren, solche Situationen. Aber trotzdem, dieser Hass belastet dich weiter. Du denkst die Tage drüber nach. Und dieser Hass belastet dich einfach nur. Und dieser eine Satz in dem Film, um darauf zurückzukommen, American History X, am Ende sagt der Bruder, schreibt ihm alles auf, schreibt irgendwie einen Aufsatz in der Schule, glaube ich, drüber oder so, die Geschichte. Und dieser letzte Satz, der ist mir so im Kopf geblieben. Und er hat aufgeschrieben, ja, da ist für mich einfach eine Tür aufgegangen, Hass ist Ballast. Hass, den du mit dir rumschleppst, ist Ballast. Du bestrafst dich selber mit diesem Zorn, mit dieser Wut und dem Hass bestrafst du dich. Du bist der Einzige, den du mit Hass, Zorn und Wut bestrafst. Und es ändert nichts an der Situation. Und auch diese Menschen haben unglaublichen Zorn und Hass in sich, weil sie selbst verletzt wurden. Überleg dir mal, ich habe früher gedacht, so, wenn ich so einmal begegne, ich würde den ja, geben, also ich würde den auch runter machen, ich würde den gegen die Wand hauen und was weiß ich mit dem machen. Und im Endeffekt wirst du zu dem Gleichen wie er. Er wurde auch nur verletzt und hat es weitergegeben, wusste keine andere Lösung, wusste nicht, wie er mit diesen Gefühlen, mit diesem Hass und Zorn umgehen soll, wie er diese Dinge transformiert. Du kannst es machen mit Meditation, mit Bewusstwerdung. Und du wirst sehen, dass das funktioniert, dass dieser Hass verschwindet, wenn du Mitgefühl entwickelst. Und ich habe selbst gemerkt, wäre da zu Taten bereit, die genau das Gleiche sind. Um dieses Unrecht zu stoppen, würde ich genauso Unrecht begehen. Und da liegt der Denkfehler.
Und wenn mich dann jemand sehen würde auf der Straße, wie ich so einen Menschen verprügeln würde, runtermachen würde, der würde das nur sehen und würde sich denken, was bin ich für ein Mensch? Und der würde mich wieder runtermachen. So ist es einfach nur eine Gewaltkette und führt nirgends hin. Wenn du wieder Mitgefühl entwickelst, Mitgefühl für deinen Vergewaltiger. Viele Menschen sagen dann, hast du was nicht erlebt, du weißt nicht, wie das ist. Ich hab solche Dinge erlebt. Ich habe mit vielen Menschen über sowas geredet. Ich habe mit Leuten geredet, die vergewaltigt wurden und andere Sachen. Ganz andere Sachen. Es liegt immer im Auge des Betrachters, dieses Leid. Und es ist relativ. Man kann dieses Leid auch nicht messen. Es ist völliger Quatsch, Leid aufzuwiegen. Die banalsten Dinge können unglaubliches Leid in dir verursachen. Gerade als Kind, weil du nicht weißt, was mit dir gemacht wird. Und das sind alle Dinge, die man erstmal verarbeiten muss in seinem Erwachsenenleben. Wenn einem wieder bewusst wird, dass diese Menschen selbst verletzte Kinder sind, dann kann man Mitgefühl entwickeln. Es geht wirklich darum, Mitgefühl mit einem Vergewaltiger zu entwickeln, zu verstehen, sich wirklich ernsthaft in seine Lage zu versetzen, zu verstehen, dass er vielleicht als Kind selber geschlagen wurde, gedemütigt, und was weiß ich, erlebt hat. Dass er das nicht machen möchte. Dass er das zutiefst bereut, wenn ihm das klar wird. Und dann erkennt man, wie zu bedauern diese Menschen sind. Und was für ein Mitgefühl die bedürfen. Was für eine Liebe die bedürfen. Und du solltest wirklich Mitgefühl für einen Menschen entwickeln. Dich wirklich in die Lage hineinversetzen, der dir was Schlechtes tut. Der dich vergewaltigt hat, der dich geschlagen hat oder was auch immer. Ja, darum geht's. Bücher, die ich dazu empfehlen kann, sind von Thich Nhat Hanh, buddhistischer Mönch. Unglaublich gut, ich verlinke es mal drunter. Er hat zum Beispiel auch geschrieben, es gab damals, als mit Tibet, ja, diese ganze Geschichte, wo die Mönche unterdrückt wurden, ich weiß nicht, wie das alles genau abläuft, ich bin nicht so der Geschichtsfreak, auf jeden Fall. Als ein Mönch auf dieses Leiden aufmerksam machen wollte, damals, weil die Menschheit weggeschaut hat, weil keiner hingeschaut hat, dieses Leiden gesehen hat, was mit den Menschen gemacht wurde, hat er sich in eine Fußgängerzone gesetzt und bei lebendigem Leib verbrannt. Seelenruhig war er da gesessen. Seelenruhig da gesessen, mit Benzinkanister über seinen Körper geschüttet und sich angezündet in Meditationshaltung. Und wenn du wirklich so weit bist, vom Denken her, dann ist der Tod nichts Schlimmes mehr. Es gibt zum Beispiel auch so eine Geschichte, ich gehe gleich auch nochmal auf den Mönch, der sich verbrannt hat, ein. Das ist was anderes als Selbstmord. Das ist eine Tat, die aus tiefstem Mitgefühl geschehen ist, der damit auf das Leid von Tausenden von Menschen aufmerksam gemacht und dadurch Tausende von Leben gerettet, indem er seins gegeben hat. Das ist was ganz anderes, das ist eine unglaubliche Tat einfach. Und es gibt zum Beispiel eine Geschichte, läuft neben einem Herr, ein ganz feiner, ein
aus dem Mittelalter. Das ist eine chinesische Geschichte. Einen Obermann, einen Hauptmann, einen Feldwebel oder was weiß ich, läuft auf der Straße und dann sitzt irgendwann einfach ein Mönch da und meditiert. Und dann geht dieser Feldwebel dahin. Ich weiß nicht, wie ich den nennen soll. Dieser Hauptmann geht dahin und sagt: Weißt du eigentlich, wer vor dir steht? Möchtest du nicht mal auf Seite gehen? Vor dir steht ein Mann, der dich jederzeit einfach umbringen könnte, einfach töten könnte. Und der Mönch sagt dann: Und vor dir sitzt ein Mönch, der jeden Moment bereit ist zu sterben. Wenn du wirklich jeden Moment bereit bist zu sterben, dann lebst du anders. Dann fängt das Leben an. Aber aus einer positiven Motivation heraus. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Ja, und so, auch dieser Mönch, das war eine tiefst mitfühlende Tat. Und dann verwandelt sich dieses ganze Leid. Dieser Mensch empfindet kein Leid, während er sich anzündet. Empfindet kein Leid, während du vergewaltigt wirst, während die schlimmsten Dinge passieren, weil du Mitgefühl dafür entwickelst. Du kommst immer mehr dahin, dass du die Situation aus dir heraus, aus deiner Mitte heraus, mitfühlend betrachten kannst. Das ist ein einfacher, banaler Vergleich dazu ist, du kennst es mit Sicherheit, dass du, egal in welcher Situation du bist, bist unzufrieden. Du hast keine Kinder, oh, das Leben ist schrecklich, ich wünsche mir Kinder seit Jahren. Und der andere hat dann Kinder und sagt, alles schlecht. Es liegt nicht an deinem Leben, an der Situation, die gerade ist. Der eine hat Kinder, wie gesagt, freut sich darauf. Der eine ist ein Superstar, hat Frau, Kinder, Geld, hat alles. Ist unglücklich, depressiv, bringt sich um, nimmt sich sein Leben aus Verzweiflung. Das ist gar was ganz anderes ist als dieser Mönch. Und so liegt es nicht an der Situation, was du empfindest. Es liegt an deiner Nicht-Akzeptanz der Situation, deinem Nicht-Erkennen. Und man kann in allem Glück erkennen, in allem die Chance für Entwicklung. Selbst in diesem tiefsten Leid ist die größte Chance für mitfühlende Taten, für Transformation, Wandel. Diese Unterscheidung zwischen Opfer und Täter, wie gesagt, hört auf. Du siehst dich als Opfer und Täter. Du erkennst deine Anteile daraus. Du kannst mitfühlen mit dem anderen sein. Diese Erkenntnis, alles ist eins. Es ist kein plakativ, banal hingesagter Spruch. Wenn du das wieder erfährst und wirklich spürst, wenn dir das wirklich wieder bewusst ist, und das ist ein Prozess, der dauert, dass du das in solchen Momenten aufrechterhalten kannst, dann merkst du, dass wirklich wieder alles eins ist. Du hast diese Momente vielleicht, wenn du super gelaunt bist, wenn du glücklich bist. Mit der Zeit wirst du dieses Gefühl von Einheit auch in Momenten erfahren, wo äußeres Leid da ist. Und du wirst erkennen, dass wirklich alles verbunden ist. Es ist wie, schließ mal deine Augen, hast du Hände? Hast du Hände? Ja, du weißt, dass du Hände hast. Auch wenn du die Augen zumachst, weißt du, dass du Hände hast, weil du sie spürst. Genauso ist es mit dieser Einheit. Wir haben die Verbindung nur dazu verloren. Wir haben aufgehört zu spüren, was da ist, diese Verbindung. Wir haben aufgehört, mitfühlend zu sein, weil wir diese Verbindung nicht mehr spüren, weil wir nicht mehr wissen, dass alles eins ist.
Und wenn du das wieder spürst, das ist, ja, wenn du gerade betäubt wurdest zum Beispiel, dann spürst du deinen Körper nicht. Dann kannst du nicht mal sagen, ob du Hände hast. Und da verstehe ich Menschen, die das nicht spüren, diese Einheit, dass das schwer nachzuvollziehen ist. Aber es ist wirklich so, umso bewusster du wirst, umso mehr spürst du das wieder, auch in Situationen, wo scheinbar größtes Leid da ist. Und dann merkst du, dass es keine Opfer und Täter gibt, dass das zwei Seiten derselben Medaille ist, dass das alles eine Riesenchance birgt. Ja, ich hoffe, konntet ein bisschen was euch aus dem Video rausziehen. Es waren einfach ein paar Gedanken. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist ein Prozess, der ja, erfahren werden muss. Und es ist, wie gesagt, ein Prozess. Es ist nichts, was ich jetzt, ich erkläre es dir und dann sagst du, ah ja klar, jetzt. Du musst es lernen. Es ist wie ein Instrument spielen, muss man auch lernen. Es ist ein jahrelanger Weg. Wie lange hast du gebraucht, um das Alphabet zu lernen? 10, 20 Jahre? Oder wie lange hast du gebraucht, um zahlen zu können, um Mathe zu lernen? Es ist ein Weg, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und das sind jetzt einfach nur Anhaltspunkte. Das ist manche, ja, ich habe probiert, es einfach ein bisschen rüberzubringen, wie sich das da anfühlt, mit ein paar Vergleichen. Ich hoffe, vielleicht konntet ihr es nachvollziehen. Und wir wünschen, dass der ein oder andere vielleicht ein paar Anreize bekommen hat. Genau. Das war's soweit. Macht's gut. Ciao.